Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich beim IKEA Billigregalen Türen anbringen und somit natürlich auch eine Oxberg-Tür richtig montieren und vor allem am Ende auch einstellen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. In einem extra Video habe ich dieses Billigregal schon mal aufgebaut und möchte jetzt zwei solche Oxberg-Türen daran noch befestigen. Das Ganze funktioniert natürlich bei anderen Varianten bzw. Größen relativ ähnlich. Und bevor wir diese Türen anbringen, sollten wir bitte unbedingt jetzt unser Regal einmal an der Wand befestigen. Nicht, dass dieses irgendwie aus Versehen nach vorne umkippen kann und natürlich alle Bauteile ordentlich auspacken, dass wir auch einen schönen Überblick haben. Danach lege ich mir meine beiden Türen mal nebeneinander, so dass die relativ großen Löcher nach oben schauen und da kommt nämlich jetzt jeweils ein so ein Scharnier hinein und das Ganze wird mit zwei solchen relativ kleinen stumpfen Schrauben festgeschraubt. Entweder wir benutzen einen einfachen Schraubendreher oder wie in meinem Fall einen Akkuschrauber, den ich für den Möbelaufbau gerne auf die Drehmomentstufe 5 stelle, dass all meine Schrauben gleichmäßig stark angezogen sind. Im nächsten Schritt können wir auch schon die Gegenstücke von unserem Scharnier einmal am Schrank befestigen. Hierfür brauchen wir natürlich das Gegenstück und zwei solche etwas längeren Schrauben. Und diese Schrauben, die müssen jetzt hier bei der Bohrung B auf jeden Fall reinkommen. Und wir sollten auch darauf achten, dass sich hier vorne so ein kleiner Pfeil befindet und der muss auch nach vorne zu unserer Tür hin zeigen. Insgesamt sind es bei meinem Schrankmodell jeweils drei Gegenstücke auf jedem Seitenteil und das erste Gegenstück kommt hier ganz unten bei den vorderen zwei Löchern rein, das zweite Gegenstück hier unter diesem mittleren Boden und das dritte Gegenstück ganz oben bei den zwei Bohrungen. Ich persönlich achte übrigens immer schon darauf, dass diese Schrauben relativ mittig vor meinem Langloch sitzen. Bedeutet einfach, dass meine Tür dank dem Scharnier später auch schon relativ mittig sitzt und ich hier nicht mehr so viel von der Höhe her einstellen muss. Im nächsten Schritt können wir unsere Tür auch schon richtig einbauen. Hierfür gerne eine zweite Person zur Hilfe holen oder man stellt seinen Fuß unter die Tür drunter und hebt sie somit etwas noch an, denn nun müssen wir alle drei Scharniere gleichzeitig in das Gegenstück hier hinten hineinbekommen. Hierfür einfach schauen, dass wir die Schraube einmal durch diese große Bohrung hier durchbekommen und dann die Tür noch etwas weiter nach hinten drücken, dass die Schraube auch nicht mehr von alleine rauskommen kann. Dann nehmen wir nämlich einen Schraubendreher und schrauben diese Schraube schon mal etwas im Uhrzeigersinn fest. Dasselbe Spiel habe ich mit dem Scharnier unten und mit dem Scharnier oben natürlich gleichzeitig auch gemacht und ich achte da auch wieder drauf, dass meine Schraube wieder relativ mittig von dem Langloch hier drinnen sitzt. Die Türen sitzen richtig, weswegen wir auch schon mal unseren Türgriff noch anbringen können. Der kommt logischerweise von außen relativ mittig hin und da haben wir auch schon eine kleine Bohrung, die vorgebohrt wurde, weswegen wir jetzt auch mal mit der relativ langen Schraube hier etwas durchschrauben müssen und danach können wir nämlich den Türgriff von außen auch schon richtig festdrehen. Auch die beiden Türgriffe passen, weswegen wir mal noch diese Plastikschutzkappen auf unsere großen Löcher in die Türen draufgeben, dass es optisch einfach etwas schöner ausschaut. Und wir können pro Tür noch drei solche Plastikdämpfer relativ weit vorne bei der Tür und vor allem auch genau auf der Höhe von den Böden draufkleben, dass die Tür einfach deutlich leiser schließt. Gerne die beklebte Tür einmal schließen und kontrollieren, dass diese Plastikdämpfer auch wirklich überall bei den Böden anstoßen. Bei mir schaut es super aus, weswegen ich das Ganze auch schon bei der zweiten Tür machen kann und danach muss ich diese natürlich auch noch richtig einstellen. Das schaut doch schon super aus, weswegen ich meine Türen jetzt auch mal richtig einstellen kann. Ich persönlich gehe mal so vor, dass ich erst einmal schaue, dass ich eine Tür wirklich schön gerade hinbekomme. Dafür schaue ich einfach mir mal den Rand hier außen etwas genauer an und vor allem auch den Abstand zu unserem Schrank. Denn hier oben in meinem Fall ist zum Beispiel der Abstand zum Schrank etwas kleiner als hier unten, was einfach bedeutet, dass die Tür hier unten etwas zu weit in der Mitte ist. Heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, dass wir unser Scharnier entweder mal weiter zu unserem Seitenteil hinbekommen oder wir machen natürlich oben genau das Gegenteil und schauen, dass wir da das Scharnier wieder etwas in die Mitte rüber bekommen. Hierfür ist diese recht kleine Schraube vorne zuständig und bevor wir an dieser aber etwas rumdrehen können, sollten wir zuerst einmal die Befestigungsschraube hier hinten etwas gegen den Uhrzeigersinn lösen. Mit einer Hand halte ich die Tür übrigens immer sicherheitshalber noch fest und wenn ich jetzt zum Beispiel möchte, dass
das Scharnier weiter von meinem Seitenteil entfernt wird. Dann muss ich diese Schraube mal im Uhrzeigersinn weiter reindrehen und das Scharnier wird auch schon von dem Seitenteil weggedrückt. Andersrum, also gegen den Uhrzeigersinn, haben wir natürlich genau das Gegenteil. Und wenn wir unsere Einstellungen richtig haben, dann müssen wir natürlich die Befestigungsschraube hier hinten auch nochmal im Uhrzeigersinn festdrehen. Unsere erste Schranktür ist auf jeden Fall gerade und jetzt möchte ich aber auch noch die Höhe verstellen. Hierfür schaue ich mir gerne immer den Spalt bzw. die Kante zu meiner zweiten Tür an und da kann man erkennen, dass diese Tür einfach etwas zu hoch sitzt, weswegen ich diese auch mal etwas weiter nach unten bekommen möchte. Hierfür sind diese zwei großen Schrauben zuständig, die wir da vorher schon relativ mittig gesetzt haben. Und natürlich müssen wir uns alle drei Scharniere aber gleichzeitig mal anschauen. Bedeutet, ich zeige jetzt einfach mal bei dem einen Scharnier, da muss ich das Ganze mal etwas gegen den Uhrzeigersinn lösen und dann können wir nämlich das Scharnier auch schon etwas weiter nach unten drücken, so dass natürlich die ganze Tür auch etwas weiter nach unten geht und danach einfach wieder im Uhrzeigersinn festdrehen. Wie gesagt, die anderen beiden Scharniere müssen wir natürlich genauso behandeln. Auch die Höhe von unserer Tür ist richtig eingestellt und als dritte Einstellmöglichkeit haben wir noch, dass wir die Tür jetzt etwas weiter vom Schrank wegbekommen bzw. auch etwas weiter hin. Hierfür muss man von der Seite einfach mal den Spalt hier außen kontrollieren, ob dieser überall gleichmäßig ist und wenn er zum Beispiel hier unten jetzt dann etwas weiter nach vorne schaut, die Tür sich aber trotzdem wirklich super öffnen lässt, dann können wir natürlich auch noch hier unten das Scharnier einmal etwas weiter Richtung Schrankinneres reinbekommen. Hierfür ist nur unsere große Befestigungsschraube hier vorne zuständig. Die müssen wir einfach mal etwas gegen den Uhrzeigersinn lösen. Die Tür halte ich natürlich vorne sicherheitshalber wieder mit einer Hand fest. Und wie gesagt, wir wollen ja jetzt, dass die Tür etwas weiter Richtung Schrankinneres zeigt, weswegen ich auch mal die Tür Richtung Schrankinneres drücke. Und wenn ich gedrückt halte und meine Befestigungsschraube hier wieder im Uhrzeigersinn festdrehe, dann ist die Tür natürlich auch schon etwas weiter drinnen. Das Einstellen beider Türen braucht natürlich seine Zeit und am wichtigsten ist am Ende einfach, dass der Spalt hier in der Mitte recht gleichmäßig und somit natürlich optisch auch schön ausschaut. Und somit haben wir dann auch schon die Türen bei unserem Billigregal richtig angebracht und vor allem auch richtig eingestellt. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens ein weiteres Billigregal in den verschiedensten Varianten, verschiedene Türen oder natürlich auch weitere Böden bzw. solche kleinen Bodenträger zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.